Und damit ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Let's Play Spider-Man Miles Morales. Ich bin es, Adam Simafix. Wir sind hier auf einem wunderschönen Straßenfest hier. Oh, schaut euch den hier an. Ja, liebe Leute, beim letzten Mal sind wir hier unterwegs gewesen, haben ein paar Nebenmissionen gemacht. Dann haben wir uns noch mit der werten Finn getroffen. Der Dame unseres Herzens. Und jetzt ist erstmal daran Zeit, dass wir hier unsere Mutter hier unterstützen. Die hat ja ihre Kandidatur für ein Amt hier veröffentlicht. Und da müssen wir natürlich sie unterstützen. Gibt es ja gutes Gepäck. So, überall vom Feast. Das ist natürlich hier die Wohltätigkeitsorganisation, wo natürlich hier die gute Tante May, der Pete und auch der werte Meister gearbeitet hat. Bei denen ist es nicht so richtig gut. Was ist denn das? Keine Ahnung, was gibt's hier? Ich stelle mir von vorne an. Ich liebe diesen Truck. Früher standen die donnerstags immer vor unserem Haus. Sugar hier? Ja, ich hoffe, ihr kommt bald mal wieder. Das Gyros macht euch keiner nach. Mann, das passt toll zu dem Beat, an dem ich neulich saß. Ich sollte wieder Musik mischen. Ja, ist lange her. Nehmt ihr auch Spider-Plush-Figuren? Oh ja, die sind bei den Kindern sehr beliebt. Wenn du eine gut erhaltene hast, nehmen wir sie gerne. Mal sehen, was sich machen lässt. So ein super nettes kleines Detail, was mir ja auch gerade schön aufgefallen ist. Seht ihr, wie der Schnee auf seine Jacke fällt und dann immer so wieder hin und her schmilzt? Das ist schon komisch, meine Mom als Politikerin. Ich kenne sie ja nur als Lehrerin. Ist ziemlich ähnlich, oder? Leute zusammentreiben, ihnen was beibringen, dafür sorgen, dass sie sich benehmen. Sieht echt cool aus. Gern geschehen. Oh. Sorry. Ich mache nächstes Semester auch Gebärdensprache. Espanol habe ich ja inzwischen gemeistert. Ah, sie? Desde cuando. Aha. Bekomme ich zwei Pastelillos und einen Kaffee. Schatz. Gloria, hallo. Hi, Miles. Das ist meine Freundin Steph. Sie ist eine neue Freiwillige bei Feast. Schön, dich kennenzulernen. Wir treffen uns dann bestimmt irgendwann im Asyl. Apropos. Keine Schichten bis nach den Ferien. Falls wir dann offen haben. Was meinst du? Ach, mach dir keine Sorgen. Hör deiner Mom gut zu. Wir sehen uns nach den Ferien. Netter Junge. Dass Spider-Man zu viel für sie ist und gehen nach Hause. Schön wär's. Viel Glück, Miss Morales. Danke, Tim. Na, Roxanne hat's wirklich mit immer wachsam bleiben, hm? Oh ja. Buenas noches, Vecinos. Wisst ihr noch, wie es war, bevor Roxanne hier alles platt gemacht hat? Hey, bist du okay? Es ist nur, was so an der Rede ist, mein Dad. Heimat der besten Eiscreme in ganz New York City. Und Juniperos Kita. Das ist okay, Mann. Deine Mom hat Leute, die auf sie aufpassen. Die Kirche St. Theresa, deren Chor jeden Sonntag und Mittwoch den ganzen Tag. Du bist jetzt Spider. Und selbst jetzt, Roxanne transportiert Nuform, ihren experimentellen Treibstoff, durch die Stadt. Und schweigt über die Risiken. Diese Botschaft ist für Roxxon. Der, für den ihr arbeitet, Simon Krieger, ist ein Mörder. Diese Plaza ist ein Denkmal seiner Skrupellosigkeit. Sie wird nicht eröffnet. Der Underground sorgt dafür. Wir haben hier ein Problem. Bleibt ruhig! Keinen Kon! Waffen bereit! Sie brauchen dich. Ich helfe deiner Mom. Ich hab sie.
Auf geht's! Was wird denn hier gespielt, Mann? Also, die Typen hier wollen hier eigentlich nicht von unserer Mutter, sondern hier von Roxxon. Aber leider steht ihr hier unserer guten Mutter im Weg und wir lassen hier nicht noch ein Familienmitglied von irgendwelchen Idioten hier umbringen. Also, wo ist er? Da. So, und mit euch räumen wir gleich mal den Boden auf. Könnt ihr gleich wieder in der Luft, Mann. Ah, gut, Mann. Komm, 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 komm. Hallo? Und aufgeräumt, Mann. Ich werde euch aufhalten, wie in der U-Bahn. Wir sind zu Hause. Nadja fährt deine Mom ins Krankenhaus. Was? Geht's ihr gut? Sie hat sich am Arm verletzt. Keine Sorge, wir kümmern uns um sie. Was ist mit dir? Was macht der Underground? Dieser Angriff ergibt keinen Sinn. Ich dachte, sie wollen Newform, aber hier ist noch kein. Ich muss herausfinden, was Tinkerer plant. Okay. Ich helfe dir ruhig. Gute Idee. Genki? Danke wegen meiner Mauer. Eure Leuchtwaffen werden euch nichts nützen. Wir sind ja nämlich nicht auf einer Rave-Party, Mann. Wir sind hier in der Action, Mann. Und da haben wir keine Zeit mit Leuten wie euch uns hier rumzuschlagen. Wo ist da noch einer? Da. Okay. Das könnte der letzte gewesen sein. Bam! Was war das? Und direkt geht's weiter. So, so gehört es sich. Also, die Leute haben mir irgendwas an der Brücke hier angestellt. Seid ihr okay? Wo seid ihr? Ich will zu Braithwaite Bridge. Es gab eine Explosion. Okay, aber wenn Roxxon auftaucht, verschwindest du, klar? Sie werden einen Zündpunkt für das alles suchen. Tinkerer wird eben nicht reichen. Okay, ich pass schon auf. Egal, was ihr anstellen, Leute, wir müssen sie aufhalten. Denn uiuiui, das sieht ja ganz und gar nicht gut aus. Aber okay, wir sind gleich da. Das werden wahrscheinlich auch hier der Underground gewesen sein. Also, auf zur Rettung. Oder zur Ablenkung. Los, los, los! Erschießen wir uns nicht, okay? Werdet ihn los, dann nehmt mit, so viel ihr tragen könnt. Nein. Er
stabilisiert es. Runter! Lenkt ihn ab. Also, liebe Leute, Finn ist in Wahrheit hier Tinkerell und greift hier eigentlich, das macht eigentlich gar keinen Sinn, hier die Firma an, Roxxon. Und wieso? Eigentlich, wir wissen doch, eigentlich, der Bruder arbeitet doch eigentlich bei der Firma. Aber Leute, oh Mann, das ist hier so ein Action. Ihr seht, wir haben auch einen zweiten Balken nun hier, was auch ganz cool ist. Zack! Könnt ihr alle gerne wieder haben, eure blöden Granaten auf. Wieso hab ich schon wieder drin? Das merke ich doch, Mann. Und da ist der Heli und der hat auch nichts Besseres zu tun, als uns hier aufzunehmen, Mann. Leider genau wie am Anfang hier. Durch einen Fehler von uns werden hier Dutzende von Menschen hier verletzt. Aber wir sorgen dafür, dass hier niemand verletzt wird. Komm, außer die Leute, die wir hier fest über die Brücke hauen oder hier... Wo ist er? So. Die Leute, die wir natürlich festspielen, ein so fulminanter hier beginnt. Also komm, schnell. Ich bin schon da. Das Feuer ist schuld. Ei. Und wie das halt zwischen Gameplay und Cutscene immer her schwingt. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich bin da. Nein, 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 nein!
war ich. Meine Kräfte. Ich hab das gesprengt. Alle in Sicherheit. Nach der Explosion fing die Brücke an. Sieh den anderen Spider-Man. Erbitte Anweisungen. Was ist los? Ich hab keine Ahnung. Verstanden. Nein! Ich bin nicht euer Feind! Was macht ihr denn? Er hat uns gerettet! Hey, lass ihn in Ruhe! Ich nehme das auf! Wir sind Zeugen! Sie hängt mit dem Handy, sofort! Ich sagte Handy weg! Sofort! Hey, lass sie in Ruhe! Verschwinde! Das ist die letzte Warnung! Ich hab geholfen! Was zum Teufel? Wo ist der hin? Ist er gefallen? Haben die ihn geschubst? Wo ist er denn hin? Keine Ahnung, was hier los ist. Was ist jetzt mit Roxons? Wir sind für sie da. Die hätten mich erschossen. Die wollten nicht mal zuhören. Bist du okay? Ich weiß nicht. Heute bei mir ist Simon Krieger. Wir sprechen über die Zerstörung der Braithwaite Bridge. Hey, ich will den neuen Spider-Man unterstützen, aber seine... Wie nennt man das? Bioelektrizität? Willst du Frühstück? Hat Roxxon-Eigentum zerstört. Und darüber hinaus unsere Brücke. Das Roxxon stimmt doch nicht. So war das gar nicht. Finnis Tinkerer. Sie hat das Nuform gestohlen. Ich weiß nicht, wieso. Und ich hab die Brücke gesprengt. Nein, du hast... Ich gehe jetzt zur Wahlkampfzentrale. Soll ich euch irgendwas mitbringen? Wie wär's mit Dulce de Coco? Ich dachte, du würdest aufhören. Warum sollte ich? Ich kämpfe für mein Zuhause. Ich mein's ernst. Du könntest tot sein. Unsere Familie gibt nicht auf. Das weißt du. Mom! Dulce de Coco wäre toll. Wenn's kein Problem ist. Ist es nicht. Ich dachte, ich könnte mit meinen Kräften alles wieder gut machen. All das tun, was Spider-Man tut. Immer wenn du Spider-Man sagst, meinst du damit den anderen. Du bist Spider-Man. Du richtest das. Auf deine Art. My attitude. Looking back, I know they probably doubt me. Not a city on my back. I wear
denn es ist unsere Zeit. Spider-Man ist zurück und wir werden hier unsere Fehler wieder gut machen, liebe Leute. Ein super, 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 super Auftritt und ab diesem Moment ist er auch wieder blind. Das freut mich natürlich sehr und deswegen werden wir beim nächsten Mal natürlich gut gelaunt hier weitermachen mit Let's Play Spider-Man Miles Morales. Bis dann, auf Wiedersehen, ciao.